Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch ein Muster, welches aussieht wie Zöpfe, jedoch mit nur zwei Nadeln gestrickt wird. Für dieses Muster brauchen wir eine Maschenzahl teilbar durch 5 plus 2 Randmaschen. Es besteht aus 6 Reihen und ist wirklich super, super einfach. Ich habe hier ein Musterstück vorbereitet mit 29 Maschen, das heißt teilbar durch 5. Ich habe es mal 5 genommen, 25 plus 2 Randmaschen, 29. Wenn ihr eure Maschen angeschlagen habt, strickt ihr die erste Reihe wie folgt, damit ihr auf die Vorderseite kommt. Eine Randmasche, 2 Maschen rechts, 3 Maschen links. Abwechselnd 2 rechts, 3 links. Und am Ende habt ihr 2 rechte Maschen plus eure Randmasche. Und dann geht's los. Ich stricke die erste Randmasche rechts ab. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr es gewohnt seid. Es ist wirklich super, super einfach. Dann folgen 2 linke Maschen. Wir haben 3 rechte Maschen. 2 davon stricken wir rechts ab. Die dritte Masche heben wir einfach nur ab, ohne diese zu stricken. Das heißt, ich gehe mit meiner Nadel in die Masche, mein Faden ist hinter der Arbeit und ziehe die Masche auf die rechte Nadel, ohne diese zu stricken. 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen. Die nächste rechte Masche hebe ich wieder nur ab. 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen. Nächste Masche nur abheben. 2 linke, 2 rechte, Masche abheben. Und so beenden wir unsere erste Reihe. So enden tun wir mit 2 linken Maschen und unserer Randmasche. Arbeit wenden. Und nun werden die Maschen quasi so gestrickt, wie sie erscheinen. Das heißt, wir fangen an mit der Randmasche. 2 rechte Maschen. Die Masche, die wir nur rübergezogen haben, ziehen wir wieder einfach nur rüber. Das heißt, Faden kommt vor der Arbeit. Wir stricken jetzt links. Wir heben die Masche einfach ab, stricken 2 linke Maschen, es folgen 2 rechte Maschen, Faden vor die Arbeit, Masche abheben, 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen, Faden nach vorne, Masche abheben, 2 linke Maschen, rechte Maschen, abheben, 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen und so arbeiten wir die ganze Reihe. Enden tun wir mit 2 rechten Maschen und unserer Randmasche. Dritte Reihe, Randmasche und wieder 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen. Nächste Masche einfach nur rüberziehen. 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen. Nächste Masche rüberziehen. 2 linke Maschen, 2 rechte Maschen. Masche rüberziehen. Das heißt, die Reihen 1 bis 4 wiederholen sich einfach nur. So, enden tue ich mit 2 linken Maschen und meiner Randmasche. Wir stricken jetzt die vierte Reihe. Randmasche. 2 rechte Maschen. Faden vor der Arbeit, Masche neu rüberziehen,
zwei linke Maschen. Und wieder zwei rechte Maschen. Faden nach vorne, Masche rüberziehen, zwei linke Maschen. Zwei rechte Maschen, Masche rüberziehen, zwei linke Maschen. So beenden wir wieder diese Reihe. So, Reihe Nummer 5. Jetzt verzopfen wir unsere Arbeit. Das heißt, wir fangen wieder an mit einer Randmasche, zwei linke Maschen und jetzt haben wir zwei rechte Maschen und die Maschen, die wir immer abgehoben haben. Jetzt gehen wir in die dritte Masche. Das ist unsere ungestrickte Masche, die wir nur abgehoben haben. Wir stricken rechts. Maschen bleiben auf der Nadel. Wir gehen in die erste Masche, stricken sie rechts ab. Wir gehen in die zweite Masche, stricken diese rechts ab und lassen die Maschen von der Nadel fallen. Zwei Maschen links und wieder. Wir gehen in die dritte Masche, stricken rechts, Maschen bleiben noch auf der Nadel. Wir gehen in die erste Masche, stricken diese ganz normal rechts ab, zweite Masche rechts abstricken, Maschen von der Nadel fallen lassen. Zwei Maschen links. Und wieder in die dritte Masche, rechts stricken, erste Masche rechts stricken, zweite Masche rechts stricken und Maschen fallen lassen. Zweimal linke Maschen, in die dritte Masche rechts stricken, erste Masche rechts stricken, zweite Masche rechts stricken, Maschen fallen lassen. Zwei linke Maschen und das ist eigentlich das Geheimnis dieses Musters. Ihr seht, es ist wirklich sehr einfach, sehr effektiv und ein sehr hübsches Muster. So, die sechste Reihe, die Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Das heißt Randmasche, zwei rechte Maschen, drei linke Maschen. Zwei rechte Maschen, drei linke Maschen. So, und ab jetzt einfach diese sechs Reihen wiederholen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich denke, es ist wirklich ein sehr einfaches Muster. Wenn ihr es nachstricken wollt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und vielen Dank fürs Zuschauen.